Guten Tag, ich bin Leander Sukow, ich bin Schriftsteller. Viele werden mich als Mitglied der Linken kennen. Ich bin jetzt vor einigen Tagen ausgetreten und bin der SPD beigetreten. Mein Parteibuch liegt vor mir auf dem Schreibtisch. Das hat natürlich Gründe. Das Format hier ist natürlich nicht geeignet dafür, die alle aufzuzählen und auch nicht sie abzuleiten. Aber ich will doch einige nennen. Der Grund 1 ist, dass die Partei Die Linke in vielen, vielen Kreisverbänden, nicht in allen, in meinem in Würzburg übrigens nicht, in dem ich bis jetzt war und den ich nur schweren Herzens verlassen habe, weil das alles gute Leute sind. Aber die Partei insgesamt ist durchsetzt von Leuten, die eine gewisse politische Nostalgie an den Tag legen, um es ganz freundlich auszudrücken. Die haben, um es spöttisch zu sagen, überhaupt nicht mitbekommen, dass die Sowjetunion untergegangen ist und glauben, Russland sei quasi der Sachwalter der Sowjetunion und würde als ewigen Bodenschatz die Möglichkeit einer sozialistischen Zukunft mit sich bringen. Deshalb ergibt sich ein uneinheitliches Bild, was den Ukraine-Konflikt angeht. Das hat Vorgänger über einen ganz langen Zeitraum, in dem der Parteivorstand der Linken, der jetzige, wie auch die Vorgänger, Vorstände, kaum etwas dagegen gemacht haben, dass Teile der Fraktion, auch Teile des Fraktionsvorstandes, tun und lassen, was sie wollen, auch wenn es nicht mit der programmatischen Ausrichtung der Partei Die Linke zu tun hat. Eine solche Partei ist auf Dauer verloren. Die Partei ist auch verloren, weil es eine nicht gewinnbare, für niemanden gewinnbare Auseinandersetzung zwischen denen gibt, die, dazu denen habe ich mich auch immer gezählt, skurrile Minderheiten sind und denen, die sich vollmundig als Gewerkschafter bezeichnen, als soziales Gewissen der Nation oder wie auch immer, denen man das aber nicht unbedingt glauben muss. Die blockieren sich gegenseitig. Und auf beiden Seiten gibt es Betonköpfe. Auf beiden Seiten gibt es auch skurrile Weltsichten. Das ist hinderlich für eine Partei, die Partei sein will und auch als, sagen wir mal, parlamentarischer Arm sozialer Bewegung der Gewerkschaften gelten möchte. In den Gewerkschaften war die Sozialdemokratie immer tonangebend. Daran hat auch nichts geändert, dass es einige linke Gewerkschafter gibt. Tja, und dann kommt noch hinzu, dass die Partei Die Linke reaktiv auf Versäumnisse der SPD und der Regierung Schröder reagiert. Aber das ist kein politisches Programm, daraus kann auch nie eines werden. Es kann keine linke Sozialdemokratie außerhalb der Sozialdemokratie geben. Das ist mir ganz deutlich geworden in, sagen wir mal, dem letzten Jahr. Insbesondere seit den Bundestagswahlen. In dem Moment, wo die Sozialdemokratie ihre Grundaufgaben wieder wahrnimmt, indem sie es schafft, die Tradition der Sozialdemokratie wiederzubeleben und nach außen darzustellen, ist eine Partei, die auch Sozialdemokratie ist, ob sie es will oder nicht, verloren. Wenn man gesellschaftliche Veränderung will, und die will ich, sozialstaatlich, Bewahrung der Demokratie, da muss man konstatieren, dass das schon aus diesen Gründen, die man vertiefen könnte, mit den Linken nicht möglich ist. Deshalb bin ich ausgetreten und eingetreten in die SPD, aus der ich ja auch komme. Ich bin mit 15, 1973 in Hamburg-Eimsbüttel in die SPD eingetreten. Ich habe verschiedene Funktionen auf Juso-Ebene gehabt, auch auf Bundesebene. Ich kenne also den Laden,
der sich nicht wesentlich verändert hat, weil so große Tanker nur unwesentlich von ihrer Fahrtroute abkommen. Das gibt auch einen gewissen Moment der Sicherheit, dass die Sozialdemokratie ist, die sie im Inneren ist, obwohl sie viele Fehler in ihrer Geschichte gemacht hat. Neben der Sozialdemokratie könnte eine kommunistische Partei durchaus eine Existenzberechtigung haben. Bedauerlicherweise haben wir keine in Deutschland. Die MLPD ist ein eigentümliches Gebilde, über das ich gar nicht weiter reden möchte. Und die DKP hat es sich nicht nehmen lassen, sich zu einem gerontologisch-stalinistischen Traditionsverein zu entwickeln, der immer weniger Mitglieder hat und der gesellschaftlich gar nichts mehr bewegt. Wer als Marxist nicht begreift, wie die Zeit ist, hat den ganzen Marxismus nicht begriffen. Das ist halt so. Da muss man sagen, das mag schade sein für den einen oder anderen, aber es ist, wie es ist. Ich glaube, es wäre gut, wenn sich viele Menschen, die aktiv sind in den Gewerkschaften, wo es ja auch viele Unorganisierte gibt, die aktiv sind in der Linken, die aktiv sind in der Arbeiterwohlfahrt, wo es ja auch viele Unabhängige gibt und Menschen, die der Linken angehören und anderen Parteien, auch der DKP, aber nicht unbedingt nur der SPD. Wenn sich also alle diese Menschen in den Kirchen auch, wo sie auch sein mögen, aufraffen würden und sagen würden, im Grunde ist das, was ich empfinde, sozialdemokratisch. Und ich will jetzt an der gesellschaftlichen Veränderung solidarisch teilnehmen. In einer solidarischen Partei, wo es Streit gibt, ganz sicherlich, wo es auch mal den einen oder anderen gibt, der mit unlauteren Mitteln versucht, seine Genossen und Genossinnen zu übervorteilen, wo das aber nicht zum, sagen wir mal, zum Grundkonzept der politischen Auseinandersetzung gehört, wie ich es bei den Linken erlebt habe. Ich habe sowas tatsächlich noch niemals in einem anderen Kontext erlebt als da. In dieser Vehemenz, diesem zum Teil enormen persönlichen Vernichtungswillen anderen gegenüber, dieser mangelnden Solidarität und diesem völligen Abgekoppeltsein von allen Traditionen der Arbeiterbewegung. Das habe ich tatsächlich nur dort erlebt, wenn man linke Organisationen nimmt. Das also sind die Beweggründe. Ich glaube, die sind moralisch in Ordnung, ethisch vertretbar. Und ich würde alle ganz herzlich bitten, denkt darüber nach, ob es sinnvoller ist, bei allem, was man dann auch an Kernarbeit vor Ort tun muss, das in der SPD zu tun und damit diese Gesellschaft sozial veränderbar zu machen nach Möglichkeit. Möglichkeit ist das, was man tun kann und was eine reale Chance hat. Das unterscheidet die Möglichkeit vom Wunschdenken. Und die Demokratie zu bewahren. Meine Lebensgefährtin, die ja auch Mitglied der Linken gewesen ist, sie ist ausgetreten, aber nicht der SPD beigetreten, hat einer der Genossen aus der Linken gesagt, diese Gesellschaft sei so verkommen, da müsste man für die Demokratie nicht kämpfen. Das war eine, wenn ich sie richtig verstanden habe, der Gründe, weshalb sie aufgegeben hat, in der Linken weiterzuarbeiten. Aber die bürgerlichen Freiheitsrechte sind die größte revolutionäre Errungenschaft im politischen Raum in der Menschheitsgeschichte. Die müssen wir verteidigen. Unbedingt. Es gibt keine linken Diktaturen.
Es hat bis jetzt keine linken Diktaturen gegeben, denn das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Links und Diktatur schließt sich aus. Links ist immer demokratisch. Dafür müssen wir kämpfen. Das können wir nur dort, wo Rationalität, klare Sicht auf die Verhältnisse und Utopie zusammenkommen. Und wo man nicht eine Vision hat von dem, was ist, und sich aus der falschen Sicht auf das, was ist, eine Utopie ableitet, die man dann niemals erreichen kann. Dankeschön.